Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Victorinox-Vorstellungsvideo. In der letzten Zeit haben wir einen Haufen Zeug hier angeguckt, vom Tomo über das kleine Classic, die Swisscard und sogar das Traveller Light. Und hier auch noch ein interessantes Teil, das man so vorher nicht kannte, bis Victorinox mal auf die Idee gekommen ist, hier, als langsam so das Computerzeitalter angebrochen ist und man wirklich immer mehr Daten hatte und die von A nach B transportieren musste, einfach mal einen USB-Stick an so ein Teil hinzubauen. Ne? Und das war natürlich damals eine klasse Idee. Das ist noch ein sehr altes Modell. Man erkennt es erstens daran, das hat den 2 GB-Stick. Ne? Damit kommt man heutzutage nicht mehr so weit. Und die Dinger waren wirklich alt, denn die ganzen Batterien der Beleuchtung waren leer, die musste ich erstmal ausbauen. Aber das macht ja nichts, die kann man sich ja immer noch nachkaufen, um die kleine Lampe wieder in Betrieb zu nehmen. Ne? Auf der Rückseite in Erklärungen in jeglicher Landessprache. Es gibt mehrere Modelle, die gab es sogar dann sogar mit Alux. Sehr cool. Einmal nur sieht man es überhaupt, mit USB-Stick. Dann einmal mit den Classic-Werkzeugen plus USB-Stick. Dann hier einmal nur mit Kugelschreiber, Licht und USB-Stick. Und wir haben hier das Modell 46026 TG, das über die Classic-Werkzeuge verfügt, plus Kugelschreiber, Licht und den USB-Stick. Cooles Teil. So, wenn man den hier so einklappt, hat man halt natürlich ein ganz schön fettes Classic. Ich nehme gerade mal das Standard-Classic hier raus. Aber ich sag mal, für einen Schlüsselbund, an dem sowieso schon ein Haufen Krempel dran hängt, fällt das da nicht weiter ins Gewicht. Ne? Kann man es erkennen. Na, ist das doppelt so stark? Ja, sogar noch mehr, noch eine Griffschale mehr. Ne? Also, das ist so 2,5 mal so dick wie ein normales Classic. Und natürlich auch diese super scharfe kleine Klinge, die Nagelfeile mit dem kleinen Schraubendreher dran. Und auf der anderen Seite natürlich die Schere, also die klassischen Classic-Werkzeuge. Wobei wir aber beim Standard Classic eben noch Pinzette und Zahnstocher haben. Haben wir aber in dem Fall hier auf der einen Seite schön versteckt Kugelschreiber und normalerweise, wenn es funktioniert, unter dem Logo kann man klicken, hat man hier vorne drin eine kleine LED und hat so eine kleine Mini-Taschenlampe, immer irgendwo ein Schlüsselloch zu finden. Aber wie gesagt, diese Modelle sind sehr, sehr alt und da musste ich leider die ganzen defekten Batterien ausbauen. Das heißt, wenn wir die Dinger irgendwann mal auf die Reise schicken, dann müsst ihr euch halt so eine kleine Knopfzelle besorgen, die hier reinpasst. Dann habt ihr hier auch wieder eine Taschenlampe drin. Ne? Aber die Besonderheit an dem Modell natürlich, wenn man das hier aufdrückt, kommt hier der USB-Stick zum Vorschein. Den kann man wegmachen und dann kann man den wunderbar in einen Computer stecken, um sich Daten von A nach B zu kopieren. Das hat hier sogar einen Schreibschutz, das ist sehr schön. Wenn der Stick beschreibbar ist, dann leuchtet hier eine rote LED. Dann weißt du, okay, Vorsicht, ist beschreibbar, kann ich aus Versehen auch Daten löschen. Wenn man den nach hinten macht, dann ist der USB-Stick grün, dann ist er schreibgeschützt. Coole Geschichte. Die Dinger funktionieren, ich habe sie ausprobiert, ich habe sie sicherheitshalber alle mal formatiert. Also, die tun. Und mit 2 GB kann man doch mal die ein oder andere Datei übertragen. Ne? In rechten Winkel hier einsetzen, reindrücken. Wenn man sie zuschiebt, klappt hier dieser Verschluss wieder vor, an dem das Ringchen dran befestigt ist. Ne? Verliert man also auch nicht dieser Stick. Ne? Der Swiss Flash, das richtige Teil fürs Office. Ne? Cool. Wirklich cooles Teil da. 2 GB Daten, ne? Für ein paar Word-Dokumente oder ein paar Bilder reicht es allemal. Und den hast du halt immer mit am Mann, ne? Wenn du das Ding an Schlüsselbund machst. Optimal. Ja. Victorinox Swiss Flash. Gibt es natürlich heute noch mit richtig großen. Ich glaube, mit 64 GB kriegt man die Dinger inzwischen. Also da könnt ihr dann auch richtig viel Daten transportieren. Aber hier, schön cool. Ich glaube, das war das erste Modell. Funktioniert immer, aber immer noch einwandfrei. Wie gesagt, noch eine neue Batterie rein und dann hat man sogar noch ein kleines Taschenlämpchen, ne? Tolle Modelle, diese ganze kleine Serie. Machen wir gerade noch das Tomo dazu. Also wirklich super praktische Helferlein für den Schlüsselbund. Ne?
Klasse Geschichte. Victorinox Classic im japanischen Design oder noch mit Lampe, Kugelschreiber und USB-Stick. Super. Okay Leute, ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Und wir sehen uns ja bald wieder beim Hilbi hier auf dem Kanal zum neuen Video. Und bis dahin immer schön Classic am Schlüsselbund dabei haben. Okay Leute, ciao, macht's gut. Bye, bye.